So, weiter geht's. Wir waren ja gerade dabei, hier die Stadt oder haben die Stadt schon befreit, wenn man es so nennen möchte, vom Wasser zumindest. Jetzt natürlich die Frage, was ist hier unser Auftrag? Lass uns mal ganz hoch hinaus. Vielleicht haben wir dann eine richtig schöne Aussicht. Aber wir sind ja eigentlich auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Vielleicht ist das ja jetzt unser neues Zuhause hier. Okay, muss ich selber rauszoomen oder reinzoomen? Och Mensch. Ach, da links. Oh ja. Da links müssen wir hin. Nium. Was bringt dieser Schalter? Gehen alle Lichter an. Ja, die Stadt erweckt zum Leben. Ja, jetzt haben wir doch eine schöne Sicht. So habe ich mir das gewünscht. Ah, sieht schon sehr, sehr rustikal aus, ne? Aber immerhin nicht überschwemmt. Okay, das sieht schon mal gemütlich aus. Aber trotzdem, so mitten im Eis. Muss verdammt kalt sein jetzt gerade hier. So, dann schauen wir doch mal, wo wir jetzt hier hin können. Ah, ich habe es, glaube ich, leider total falsch gemacht. Ich muss hier nochmal hochklettern, dann auf mein Schiff springen. Voll aufs Gesicht gefallen. Genau, die Frage ist halt, können wir jetzt hier nochmal rein? Ne, da geht's nicht rein, okay. Dann haben wir da erstmal eine kaputte Stelle. Die können wir ja mal reparieren. Da rechts ist ja auch so ein. Hier, das ist ja auch so ein Ding, was man durchbrechen kann. Also ich denke mal, wir können jetzt einfach Vollgas geben und brechen dann hier wieder durch, ne? Dann würde ich sagen, let's go, let's do it. Ah ne. Das wird wohl nichts, ne? Die Paddel sind ja nicht mal ausgefahren. Müssen wir wohl eher auf den Wind vertrauen. Egal, Hauptsache fürs Feeling ist der Motor an. Oh ja. Was passiert hier? Sieht so weird aus.
Das sieht perspektivisch gerade so komisch aus irgendwie. Okay, ja, jetzt sind wir wieder. Jetzt sind wir zu Hause. Schön im Wasser. Da gehören wir hin. Na komm, Segel. Okay, dann haben wir den Ort auf jeden Fall auch mal gefunden. Hast du wieder einen spitzer Winkel auf einmal? Oh ja. Ja, genau. Jetzt ist halt die Frage, was jetzt? Wo führt uns unser Weg noch hin? Der Wind ist gar nicht mehr optimal. Ups. Ich habe gerade die ganze Zeit die Aussicht genossen. I'm sorry. Also was heißt Aussicht? Aber ich habe mir die Umgebung angeguckt. Ja, ein paar Tiere, ein paar Möwen sind gesellen sich zu uns. Vielleicht kommt eine Möwe einfach auch mal mit. Kann sich gerne bei uns auf den Master setzen. Nein, Möwe, dort ist deine Chance. Oh, was passiert hier gerade hinten? Ach, mein Segel ist wieder mal hängen geblieben. Aber nicht kaputt gegangen. Nice. Ja, ganz schöne Ruin hier, ne? Huch, was geht denn da hinten ab? Okay, was war das denn für ein Bug? Habt ihr das gesehen? Diese Kuppel, die so 10 Meter in die Luft geflogen ist. Oder war da einfach so eine riesige Welle, dass es das so hoch geschleudert hat? Nein, das glaube ich nicht. Das wäre schon absurd. Nein, das Segel wieder. Oh, shit. Na gut, jetzt hat es echt einen Macke bekommen. Naja, dann gehen wir mal reparieren. Haben wir sonst nichts zu tun hier. Oh, es ist auch so langsam. Oh, da links war ein Collectible. Verdammt. Naja. Wir haben genug Treibstoff, ist alles in Ordnung. Oh, wieder eine... So eine Boje. Kommt jetzt wieder eine Stelle, wo wir anhalten müssen? Aber kann ich mir nicht vorstellen. Weil jetzt geht's doch erst richtig los, oder nicht? Jetzt sind wir doch wieder auf in hoher See, hohe Gewässer. Ach, kann es sein, dass man mit diesem Button... Hatten wir es nicht schon mal? Warte. Noch mal kurz eine Bestätigung. Und dieser Button hier halt. Dass der das kleine Segel schließt, hätte ich jetzt gedacht, aber jetzt kam er gerade gar nicht raus. Hm. Komisch, komisch. Okay, jetzt wird es verdammt neblig.
Vielleicht schmeißen wir einfach zusätzlich nochmal den Motor hier an. Achso, genau. Wie war denn das jetzt? Was sagt der Radar? Gerade hatten wir doch da irgendwas zu sehen. Okay, haben wir wohl. Sind wir schon erfolgreich dran vorbei. Aber wir sind ja auch, wie gesagt, noch so gut hier versorgt. Haben links sogar noch ein paar Sachen. Das ist gerade echt kein Problem. Oh no. Direkt wieder am Brennen, das Ding. Oh, ist das eine fette Eisschorle. Oder sollen wir da drauf? Nee, okay. Oh, jetzt müssen wir aber gleich runter einfach. Jetzt müssen wir, glaube ich, einfach runter. Unten sind auch wieder halt Sachen zum Sammeln. Und ich meine, wie wollen wir hier halt vorbeikommen, ne? Der Eisberg ist huge. Ich sehe nichts mehr. Ah ne, wir haben ja noch einen. Eine Aufladung auf dem einen Schweißbrenner und dann auf dem anderen haben wir noch drei Aufladungen. Okay, okay. Ich dachte ja gerade, wir hätten nur noch einen. Wo hat sich der denn versteckt, bitte? Crazy. Oh, bricht der Berg jetzt zusammen? Ah ja, da hinten bricht so eine... das Eisengerüst. Oh, fällt das auf uns? Ne, zum Glück nicht. Ja, navigieren wir uns hier mal durch, wa? Wenn das überhaupt so gut geht. Ich lasse den Treibstoff da jetzt mal liegen. Ach, wieder so eine Stelle. Okay, na gut. Na gut, da gehen wir mal rein. Au. Okay, das ist natürlich mal was anderes hier. No! Einfach abgestürzt. Oh, was ist das denn? Ach so. Ah, das sind zwei Behälter. Warte mal. Und da oben ist ja... genau. So ein Schalter. Ah, okay. Da muss ich die mit Wasser füllen. Und hier nach links bringen, damit sich das nach links kippt. Jetzt weiß ich halt gar nicht... das schon machen will. Ob ich da halt rankomme dann gleich? Ah doch, sieht noch gut aus. Okay. Das war nämlich erstmal ein Bedenken. Oh, scheint jetzt schon gut zu klappen. Wer weiß, wie viel Wasser da gerade reinpumpt. Nicht, dass es... okay. Reicht schon. Ah, wobei, noch nicht ganz, ne? Na, jetzt vielleicht gleich wieder. Na, okay. Dann machen wir mal das, was wir uns auch gedacht haben. Nochmal ein bisschen das Gewicht erhöhen und dann haben wir es doch. Oh, oh, was ist das? Oh, da oben ist ein
Da oben ist ein Schweißbrenner. Wer sieht ihn? Wer sieht ihn? Oh, lol. Okay. Okay, crazy. Was ist das für eine Frequenz? Frequenzschreibgerät hier. Rechts kommen irgendwelche Lichter. Echt nur für den Brenner oder was? Aber cooles Puzzle dafür, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich glaube, wir können so ein bisschen was schieben. Ein bisschen Wasser ist ja noch drin, ne? Aber sind ganz schön stark, ey. Trainieren auch immer hier schön mit dem Metallanzug noch. Noch ein bisschen extra Gewichte. Der Junge hat Muckis. Ja gut, wir waren jetzt auch wahrscheinlich sehr sparsam, haben... Oh. Haben wir noch ganz schön viel übrig. Geht's noch weiter runter? Nee. Ah, da war noch so eine andere Ebene, ne? Genau, hier, die hier. Ach, hier muss man scheinbar eh hin. No! What? Oh mein Gott. Okay, das Ding ist... Also, ich habe jetzt erwartet, dass das einfach in mindestens zwei Hälften bricht. Huch, wo gehen wir denn jetzt hin? Weil, so wie der Berg da drauf gefallen ist... Und vor allem der andere, der linke, der war ja riesig. Aber naja. Glück gehabt. Achso, das müssen wir wohl erstmal rausziehen und dann... Oh no, du kommst mit, du. Ich lasse ihn nicht hier. Wahrscheinlich brauchen wir den gleich auch. Ja gut, dann verstehe ich auch, wofür man den brauchte, weil sonst wäre man ja auch gar nicht mehr rausgekommen. Na, wo ist unser Schiff? Oh, ein Fischschwarm. Kreist hier drumrum, auch nicht schlecht. So, einmal durch die Eisberge durch. Ja, irgendwie hatte ich gerade so ein Rechtsdrall. Aber nach rechts gedrückt worden. Oh! Nice. Ich fühle mich so ein bisschen wie ein Pinguin. Schade, dass ich mich nicht auf den Bauch werfen kann und rutschen kann. Uiu. Wir sind barfuß, oder? Oh mein Gott. Der Arme. Ich und mein Schweißbrenner. Aber es gibt hier nicht mal was zu reparieren. Oh, da steht das mal richtig drauf. Hui. Warte mal, wo ist denn unser Schiff ganz hin? Wer weiß, vielleicht haben wir ja gar kein Schiff mehr jetzt. Ja, niemals kann das so weit weg sein, das glaube ich nicht.
Jetzt schlittern wir leider nicht mehr. Ein Zug. Sieht aus wie so mehrere Waggons aneinander gestapelt, ne? Oh Mann, noch so ein Friedhof. Er ist einfach so groß wie der Schweißbrenner. Musik ist aber echt schön im Spiel bisher. Huiu. Ach, ein Häuschen. Ah! Ein Häuschen. Ich wollte gerade sagen, Häuschen für uns und dann lässt mich das Haus fallen. Ja, toll. Fängt ja schon mal gut an. Oh, hier ist so ein Waggon reingekracht. Ach, noch einer. Ja, can't handle all these Schweißbrenners. Ich komme. Es dauert nur 300 Jahre. Was ist? Warte auf mich. Oh no, was? Warte, können das doch bestimmt rauswerfen. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Die Spieluhr. Ach so. Ja gut, das brauchen wir zum Klettern. Ja, das ist jetzt so. Das ist ja jetzt irgendwie doof. Ah, da links. Da rechts höre ich irgendwas schon brennen hier. Ja, genau. Jetzt hat man es auch gesehen. Ja gut, dann ist ja nicht so schlimm. Dann ist man ja eh in der Nähe davon halt. Kann man das mal schnell da rüberbringen? Ich lasse die Sachen jetzt erstmal unten, ne? Erstmal schauen, wo wir überhaupt hinkommen. Was wir da vielleicht brauchen. Wenn wir halt was brauchen zum Feuer machen, dann haben wir da auch noch was. Aber zwei Schweißbrenner auf einmal ist halt ein bisschen echt too much. Oh, ach so, eine Situation wieder. Na gut, wahrscheinlich müssen wir jetzt uns immer hinter den Vorsprüngen hier verstecken. Jetzt aber. Oder? Ist man so schneller? Maybe. Ich hoffe, wir sind hier hinterher safe. Weil eigentlich sieht es nicht so aus. Hat ganz schön viele Löcher halt, dieses Holzding. Aber scheint ja geklappt zu haben. Hops, 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 hops. Ah.
Ich will doch nur hopsen. Oh nein, okay, da nicht wieder hoch, sonst bin ich gleich wieder ganz am Anfang. Ja, also niemals. Ich glaube, wir sehen das Schiff nicht mehr wieder. Das ist ja... Jetzt hier noch mehr Stuff. Kann sich richtig... Oh. Richtig aussuchen, was man mitnehmen will. Ah ne, der Stuff kommt sogar mit uns mit. Sehr schön. Boah, wie schnell wir sind. Oh. Ja, hallo. Ja, aber... Warum? Ach so, da kann man hochklettern. Okay, okay. Ja, hallo. So viel dazu. Hey, das war, glaube ich, dieses eine Design, was wir am Anfang des Spiels gesehen haben. Wo ich so meinte, sieht ganz schön fancy aus. Ne, hey, wie geil ist das denn? Crazy. Sah zwar ein bisschen mehr mit Metall aus und das ist hier halt voll viel mit Glas. Aber, wieso nicht? Ja, warte mal. Habe ich mich gerade baiten lassen? Ich dachte, wir können jetzt damit fahren. Achso, doch, hier ist doch so ein Ding. So ein... Oh! Hallo? What? Oh mein Gott. Hä? Sie ist einfach tot oder was? Und vor allem, ist das nicht irgendwie, ist das nicht die Mutter? Auf jeden Fall sieht sie sehr nach der Frau aus, die man in dem Haus am Anfang da auf der Blume gesehen hat, ne? Ich hoffe, sie erwacht. Ich kriege schon keine Worte mehr. Vielleicht können wir sie ein bisschen wärmen mit einer Lampe. Aber die traurige Musik hat eigentlich schon alles gesagt, ne? Aber ich will es nicht wahrhaben. WTF, die können doch keine Leiche zeigen hier, hallo? Achso, wir sollen hier nur durch. Achso, oh mein Gott, ja, okay. Oh Mann, das ist jetzt aber fucking sad. Wir sollen hier gar nicht bleiben. Wir sollen hier einfach nur durchgehen. Oh wow. Das hat noch nicht gereicht. Oh Mann, Leute, oh Mann. Dann mal los. Ich glaube, ich nehme den Schweißbrenner mit. Hä? Immer noch nicht. Das geht noch gar nichts mehr. Mehr habe ich jetzt aber auch nicht. Mehr kann ich nicht verbrennen. Ah doch, klar, die Lampe. Oh, vielleicht brauchen wir die Lampe dann noch.
Ah ne, jetzt kommen wir auch durch, okay. Na gut, okay, dann würde ich sagen, krass, also crazy stuff. Ich cutte mal an dieser Stelle. Haben die 30 Minuten schon wieder vorher. Ja, danke fürs Zuschauen. Ein bisschen traurig gerade. Gerne bis zur nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Ciao. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mit deinem Like oder einem Abo den Kanal unterstützt. Übrigens streame ich auch mehrmals die Woche auf Twitch. Würde mich also sehr freuen, wenn du da auch mal vorbeischaust. Bis zum nächsten Mal. Ciao.